Die dreckige Brut. Wie ich sie hasse. Wie sie da rumstolzieren mit ihren mageren Beinchen. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss weg. Es sind mir zu viele. Ich muss verschwinden. Hua. Einer nach dem anderen metzel ich kaputt. Belohnung, ein Bogen, Pfeile. Keine Pfeile. Jetzt. Und ein Bogen. Ist der neu? Nein. Schmeißen wir ihn weg. Knochen. Was will ich mit Knochen? Mit abgenagten? Eieieiei. Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Er kommt direkt auf uns zu. Wir sehen sein Gesicht. Wir blicken in das ekelhafte Todegrauen. Noch einer. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier unten ein Skelettspawner oder was? Ihr Penner, brennet! Hallo? Komm mal hier rüber, Mann. Komm mal rüber, Mann. Da traut er sich nicht mehr. Der nette Herr von der Nachbarschaft. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Kommst du mal ran, oder was? Jetzt kommt er. Aua, trifft mich noch voll in den Arsch, ne? Voll in den Arsch, Alter. Na, bleib doch da hinten stehen, der Drecksack. So, machen wir es dann so. Nehmen wir den Eimer hier wieder mit. Und wir sind so tief, dass hier sogar Bedrock ist. Das ist der Hammer. Und jetzt habe ich mir nicht gemerkt, scheiße. Ich habe mir nicht gemerkt, wo wir uns durchgegraben haben. Mist. Und warum greift uns die Spinne nicht an? Schon länger hier unten, oder was, hä? Also hier unten gibt es definitiv keine Diamanten mehr, würde ich sagen. Aber etwas Eisen und Kohle. Noch mehr Eisen. Also, wo Bedrock anfängt, das ist, glaube ich... Ich weiß es nicht mehr, welche Ebene ist denn das nochmal, wo Bedrock anfängt? Dann könnten wir jetzt schön zählen. Ich glaube, ab Ebene 15 und das dürfte Ebene 9 sein oder sowas. Ebene 6? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf dieser Ebene hier ungefähr könnten schon Diamantenvorkommen sein. Ist es ja auch, da haben wir auch einen gefunden. Sogar 4. Und noch einer, das gibt's doch nicht. Wie ich euch hasse. Das Spinnenweben haben wir weg. So. Kommen Sie mal ran, junger Mann. Oh, Diamanten. Ha. Da haben wir aber echt Glück jetzt gerade mal hier. Und wir werden sterben. Das habe ich jetzt schon mal erwähnt. Wir werden hier nie wieder rausfinden. So viele Diamanten, wie wir gerade geschenkt bekommen. Und eine Kiste, da sind bestimmt Diamanten drin. Hallo? Kuckuck. Ja. Ja. Und das Schwert ist gleich futsch. Da steht er rum. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt erstmal die Diamanten holen. Und dann brauchen wir eine Kiste. Und dann muss ich mir ein Ersatzschwert bauen. Oh Gott, wie viele wird denn... Das gibt's doch gar nicht. Wie viele Diamanten finden wir denn hier? So. Aus Sicherheitsgründen mache ich das jetzt mal ganz geschwind so. Ist jetzt dunkel. Aber egal. So, zweckgemäß. Kiste. Was schmeißen wir weg? Ach, die Diamanten brauchen wir nicht. Na, von wegen. So, ich muss nochmal kurz niesen. So, nochmal niesen, das geht's doch nicht, was ist denn hier los heute? Meine Fresse, huch, da war ich zu laut. So,
Weg damit. Ach, jetzt hab ich schon. Na, egal. So. Schwert. Nee, Schwert geht so. Weg damit. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Weg damit. Und weg damit. Als nächstes essen wir mal diese 6 Brot, dann haben wir wieder einen Slot frei. So. Und weiter geht's hier auf unserer wilden Reise hier zu dieser Kiste. Und erneut auf die Bedrock-Ebene hier unten. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir hin müssen. Scheiße. Das ist so riesig hier. Also wer soll sich hier zurechtfinden? Ist mal ehrlich. Gold, Brot. Gold kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. Kommt der eine Goldbarren. Aber Brot würde ich gerne mitnehmen. Komm, wir brauchen ja nicht so viel Koppel. Oh, das so. Irgendwann schmeißt man auch den Goldbarren noch weg. Aber Gold ist jetzt auch nun nicht so wertvoll. Jetzt sind wir immer noch auf Bedrock-Ebene. Wir sehen diese komischen Bläschen da aufsteigen. Und wir haben noch nicht mal annähernd dieses Höhlensystem hier erforscht. Sackgasse. Gibt's ja nicht. Sackgasse? Sackgasse, okay. Ich weiß nicht mehr, woher wir gekommen sind. Da geht's runter. Ich hab... Was soll ich da... Hallo? Da drüben ist auf jeden Fall irgendwie Wasser oder sowas. Ja, da ist definitiv Wasser. Schwimm! Schneller! Steht da was? Nee. Ja, das war ja clever. Da geht's ja weiter mit dieser blöden Mine. Mann. Eigentlich habe ich gehofft, dass da jetzt mal wieder eine Höhle geht oder so. Und da waren wir schon mal. Und da sind Diamanten. Gott. Warum verwirrt man uns gerade so arg? Ist ja verrückt. Diamanten. Wer macht sowas hier? Kann nur ein Enderman gewesen sein. So, da geht's ja auch. Da waren wir auch schon mal. Alter Verwalter, ey, was ist das hier? Wie riesig und komplex. Sowas habe ich selten erlebt. So, jetzt holen wir uns erstmal den Diamant, während das da abfließt. Gibt's ja nicht, ey. 4 Stück. 5 Stück. 6 Stück. Mich verarschen. Ich glaube, wir werden sterben. Wir werden hier nie wieder, also keiner wird uns mit den Diamanten hier rauslassen. 20 Diamanten haben wir jetzt gefunden. Wahnsinn.
Das ist ein Naturgesetz. Das mit 20 Diamanten kannst du nicht aus einer lebend aus einer Höhle rauskommen. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher Eingang wohin führt. Ach, guck an, da waren wir auch schon. Alles so verwirrend hier, das gibt's doch gar nicht. Und ich meine, gut, wenn ich mir jetzt selbst dann wahrscheinlich vor dem Monitor zusehen würde, dann ist es natürlich auch viel einfacher. Aber wenn man dann selbst spielt, dann konzentriert man sich halt erstens mal, wenn man ein Let's Play macht, aufs Reden. Huch! Und dann eben auch noch auf solche Gestalten hier. Und dann verläuft man sich schneller, als wenn ich... als wenn ich nur spielen würde. Ihr merkt es dann auch immer, dass wenn ich dann konzentriert bin, dass ich dann nach Wörtern suche. Hallo. Die muss ich so abschießen. Das sieht aus wie ein Brenngeist. So, der ist tot. Noch einer. Schnell wieder zurück. Wahnsinn, wie viele Fackeln haben wir hier schon verbaut? Und es nimmt kein Ende, das gibt's doch gar nicht. Ja, eine Hexe, die vergiftet uns wieder. Lass mich durch. Nein. Oh, jetzt bin ich auch noch langsam, verdammt. Ich hasse diese Hexe. Nein. Ah, verdammt. Scheiße, jetzt kommt auch noch... Bitte nicht. Das ist so, diese Hexen, das ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Die ziehen dir nämlich immer die ganze Energie ab. Kannst du nichts machen. Scheiße. Tja, Freunde, wir gehen dahin. In der Zeit hole ich mir mal die Kohle, während wir jetzt sterben. So. Und wir sind noch vergiftet, oder? Nee. Also ich meine langsam. Die hat uns ja irgendwie so einen langsamen Fluch aufgeheizt. So. Ja, und das ist das Problem, ne? Wenn ich jetzt beim Schneiden oder sowas, dann sehe ich natürlich auch da schneller wieder, wo es hingeht und so. Aber während dem Spielen reden und gleichzeitig noch aufpassen, wo es lang geht, das ist etwas schwieriger. So, da höre ich schon ein Skelett und eine kleine Krabbelspinne, so wie es anhört. Das heißt wohl, dass wir da auch noch nicht waren. Jetzt warten wir erstmal, bis das hier voll ist. Und ich müsste eigentlich Pipi machen. Nee, da nicht. Da auch nicht. Da vielleicht auch nicht. Hallo? Hä? Irgendwo hinter der Wand. Da kommen wir bestimmt gleich wieder hin. Da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Hexe herkam. War das hier? Ach, guck an. Au, ey! Gleich beim ersten Schuss in hier reingeschossen, oder was? Sehe ich gar nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, ich sehe Sie gar nicht. Ratten. Ja, ist gut. Hier! Eine Sackgasse. Gut. Jolt, nimm uns mit. Können wir noch? Locker. So.
ich bin auch froh, wenn wir jetzt zu Hause sind. Ich glaube, jetzt können wir auch so langsam mal den Rückweg antreten. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo es lang geht. Der hat verzauberten Bogen, der Dreckbatz. Spatz. Ich habe keine Pfeile mehr. So, jetzt kommen die bestimmt hierher. Oh. Ey, der schießt gerade durch. Ich hab gedacht, das können die nicht. So, sieh da. Darf ich ihn mal auf die Fresse hauen? Dankeschön, danke. Aua. Hallo. Da will mal so einen netten, älteren Mann auf dem Bahnhof verkloppen und dann schlägt er zurück. Gibt's ja nicht. Was mit den alten Leuten heutzutage los ist. Und noch ein Skelett. Das gibt's doch nicht. Ich hasse Skelette. Und die treffen. Der trifft auch noch. Guck mal, wie tief wir sind, dass hier schon so ein Nebel ist. So. Können Sie mal sterben? Dankeschön. Und ich hätte gern Pfeile, bitte. Danke. Ach, guck mal, die Spinne hängt da fest. Süß. Boah, da oben geht's auch weiter. So tief sind wir also, dass es da überall weitergeht. Ich meine, dass da schon diese Nebel ist, hat man ja auch vorhin. Hier sind wir wieder in einer normalen Höhle, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Jetzt machen wir erstmal hier noch. So. Hat man aber auch am Bedrock gesehen, dass wir so tief sind. So, und wir müssen uns jetzt einen anderen Ausgang suchen, weil ich finde ja keinen. Ich weiß ja nicht mehr, wo es lang geht. Oh Gott, kommen wir hier etwa in eine Schlucht? Nö. Einfach nur wieder eine riesengroße Höhle. Mit Monstern drinne. Mach mir hier lieber einen Zweierweg. So. Hallo? Hallo? Psch, sie dürfen uns nicht hören. Scheiße, ey. Wo sind wir jetzt hier schon wieder gelandet? Sieht aber geil aus, muss ich einfach gerade mal sagen. Ich bin beeindruckt. Und gleichzeitig habe ich schon eine riesengroße Scheiße-Angst. Nur noch 5 Fackeln. Und überall ist Gold and Rand. Krasser Scheiß, ey. Alter, was denn? Das wird mein Zweifelwohnsitz hier. Alter, 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 du alter Dreckspatz, stirb! Da! Du Penner! Ich wollte gerade sagen, das einzige Gute daran ist ja jetzt, dass es hier keine Giftspinnen-Spawner mehr gibt. Aber jetzt kommt die scheiß Giftspinne und vergiftet uns. Huch. So, da könnte man nach Diamanten graben, aber eigentlich haben wir ja genug. Ich würde jetzt gerne. Ich muss erstmal was essen.
Wie lange nehmen wir auf? Ich muss auch mal kurz gucken. Ja, schon ziemlich lange. Und weil wir jetzt schon so lange hier in der Höhle festsitzen, oder was heißt festsitzen, rummachen, gibt es natürlich auch etwas längere Folgen. Dass das nicht langweilig wird, nicht? Dass wir nicht 10 Folgen lang hier rumrennen. Weil wir werden bestimmt noch 3 Folgen brauchen, bis wir wieder rausgefunden haben. So, da unten ist bestimmt irgendwo, da könnte man nach Diamanten graben, aber ich, naja. So. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Wir müssen den großen Vorraum wiederfinden. So, da ist nix. Ja. So war das damals. Auf der Karte. Da kommt direkt auf uns zu. Ha. Puh. Hi. So. Pfeile 6 Stück. Okay. Alter. Boah. Alter. Das gibt's nicht. Was ist hier nur los? So, gucken wir mal kurz an. Kommt er? Komm. Du kommst hier eh nicht rein. Bist du groß dafür? So. Ja, ist gut. Ruhe! Shut up, please! Was ist das hier? Ist das eine Höhle oder ist das eine Schlucht oder was? Schlucht? Eine unterirdische Schlucht? Ohne Tageslicht? Shit. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Verdammt. Da oben. Das ist echt eine Schlucht. Also eine Schlucht, die oben nicht offen ist. Eine Schlucht wie keine andere. Und es wird wohl unser Grab sein. Diese Schlucht. So, bloß nicht da unten diese Plupperlava reinfallen. Ja, jetzt will die Musik mich wieder hetzen, dass ich hier schneller baue. Nee, nicht mit mir. Diamanten! Wir werden sterben. Ich weiß nicht, ob ich mich freue oder ob ich... Hilfe! Ja, wer soll diese Last nur tragen? Oh Gott. So langsam bin ich raus hier. Verschwinde, warum triffst du mich? So, eigentlich müsste ich mir hier irgendwo ein Bett bauen, weil wenn wir jetzt sterben, werden wir diesen Ort hier nie wiederfinden. Verdammt, wo muss ich lang? Da, Enderman. Ey, scheiße. Von wo komme ich? Wo muss ich hin? Also hier kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass hier waren wir auf jeden Fall. Aber dann hört es auch schon wieder auf. So, Huibu, das Schlossgespenst, weil wir kein Wasser haben, muss ich das so machen. Weil der würde uns anzünden. Beim nächsten Wasser nehmen wir uns mal einen Eimer Wasser mit.
Ich will hier raus so langsam. Echt jetzt. Huch. Um die Ecke kann der schießen. Um die Ecke. Scheiße. Ich will nicht mehr. Nein. Kacke. Ja, komm, du Ratte. Hey, nicht in die Lava schubsen. Ist da Lava? Nee. Gut. Oh Gott. Also in Schluchten ist es leichter, sich zu orientieren als... Hinter uns sind die, ich spüre sie genau. Aha. Nein, 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 nein. Kacke. Oh. Wie sieht der denn aus? Was hast du da an? Lass mal was rüberwachsen. Wenn schon König erschlage, dann muss der aber auch was hier bieten. So, na, die Maus ist wieder defekt. Ja, ja. Mach du dein Spielchen mit mir. Mit mir kann man mehr machen. Lava, ich meine Koppel. Aber das ist... Ist das dieselbe Schlucht? Nein, eine Hexe, eine Hexe, eine Hexe. Eine Hexe. Nein, 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 nein. Scheiß Hexe, scheiß Hexe, scheiß Hexe. Brenne, brenne, bitte brenne, 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 brenne. Nicht, nicht in die Lava, nicht in die... Scheiße. Ich muss aufs Klo. Toll. Ich hasse die Hexen. Die sind ein bisschen übertrieben. Weißt du, da kriegst du einmal so ein Ding ab und dann bist du so gearscht, wenn da jetzt... Da langt ein Zombie jetzt. Da muss jetzt nur ein kleiner Zombie von oben runterspringen und kaputt. Oder da... Oder ein Skelett, ein Bogenschuss, tot. So. Ich warte jetzt hier. Meine Fresse. Alter, ist das eine Höhle, ey. Wahnsinn. Wir kommen von einem ins nächste. Ich würde jetzt echt gern rauskommen, aber ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Und ich kann mich noch nicht aufs Suchen konzentrieren, weil da überall noch Monster sind. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zubauen, dass das abfließt. So. Und dann würde ich nämlich gerne das Wasser mitnehmen. Falls wir wieder einem Gespenst begegnen, das uns anzünden will. Fackel dafür rein. Scheiß, die wandern, ey. Wo sind wir hier nur gelandet? 24 Diamanten haben wir. Also das
ist eine sehr, sehr erfolgreiche Tour, die wir da machen, aber da unten ist Lava. Bauen wir wieder zu, bevor ich reinfalle. Aber ich fürchte, die Tour wird kein gutes Ende nehmen. Es wäre jetzt ganz cool, wenn wir irgendwo so einen riesengroßen Aufstieg finden würden, wo wir dann nach draußen kommen. Da geht's nach oben. Ein Weg führt nach oben. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Oh. Da ist mir Minecraft gerade abgesammelt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.